Hallo und herzlich willkommen zurück hier zum Planetcrafter im normalen Modus. Ja, wir werden heute ein paar Sachen machen, die Effizienz etwas steigern. Und zwar habe ich das hier nochmal rückgängig gemacht mit dem Optimierer. Irgendwo ist hier der Wurm drin, er zieht irgendwo, und dafür danke nochmal für den Hinweis, er zieht irgendwo anders die Geräte her. Er hatte nur das linke und das rechte markiert und die anderen blieben außen vor. Ich weiß nicht, ob er nach unten gegangen ist, da ist aber eigentlich nichts. Und oben, tja, wenn es eigentlich Energie ist, dann heißt es ja eigentlich, dass er keine Produzenten versorgen kann oder sollte. Naja, vielleicht ist da noch ein bisschen der Wurm drin, ich weiß es nicht. Wir bauen deswegen einfach was anderes. Ich habe hier in meinem Inventar schon mal was anderes drin. Und zwar wollte ich nochmal mit euch was schauen. Ein Gewusel hier, sehr gut. Ja, hier geht's los. Also das, ich habe nämlich gerade eine Bestellung ausgelöst für Superlegierung. Die soll hier runtergeliefert werden und da sind sie wohl gerade kräftig dran. Sehr gut. Ja, dann holen sie ja Aluminium wahrscheinlich von hier rüber, weil sie wieder nachproduzieren können. Also das läuft. So, ich wollte jetzt mal gucken. Und zwar soll ja hier ein Abbaugebiet sein für das hier. Hier müsste die Höhle sein. Also müsste es bei der Höhle zum Schiff in der Richtung irgendwo dazwischen liegen an dem Lava-Seite. Ne, da müssen wir mal gucken. Also da würde ich jetzt gerne mal hin und da würde ich mal uns was setzen. Vielleicht setzen wir uns aber auch zwei. Ich meine, einer braucht ja auch ziemlich lange. Warum denn nicht, ne? Also machen wir das mal so. Okay, dann nehmen wir noch das mit und dann nehme ich nochmal drei Titan mit. Dann haben wir das. So, wunderbar. Gut, dann können wir los. Essen, Trinken habe ich dabei. Das sollte reichen. Und jetzt müssen wir zum Wasserfall. Ja, und dann geht's los. Okay, dann werde ich die zwei jetzt setzen. Danach werden wir was anderes machen. Wir haben ja, wie gesagt, jede Menge zu tun. Und ja. Ich weiß noch nicht, wie lange ich das jetzt hier aufgrund des Updates etwas ausweite, aber damit das in geordneten Bahnen zumindest ein bisschen läuft, ist das vielleicht eine gute Idee, das einfach mal gleich hier mit an im Anschluss dran zu machen. Ja, vom Hardcore-Dings, da muss ich schon sagen, da muss man aufpassen, ne? Da war ich jetzt wieder leichten Fußes unterwegs. Ich sehe mich ja nicht auf der Karte. Ich bin hier rein. Ja, so viel dazu. Wo sind wir denn? Kein Problem, ich werde es schon finden. Ich glaube, das ist hier die Höhle, genau, das ist die Höhle. Ja, so, und dann müsste es hier über diesen Weg und hier vorne müsste schon das Abbaugebiet sein. Ich weiß nicht, ob du hier das überall abbauen kannst, aber das müsste es eigentlich hier sein, in dem Sektor. Das ist das Schiff und ich würde sagen, ich platziere mal hier unsere zwei Extraktoren. Dann sollte das schon passen. So, einmal mit Q. Ne, mit Q war es nicht. Mit Steuerungstaste. Hat das angegliedert? Jo, hat er. Sehr gut. So, dann sollte man das jetzt hier eingeben können. Genau, da haben wir auch das Abbaugebiet. Und dann läuft das. Dann machen wir noch einen Auftrag für Angebot. Wo ist es? Hier. Eigentlich auch komisch, dass sie das nicht bei den normalen Erzen hier mit dran gemacht haben, ne? Also bei den normalen Vorkommen, sondern hier dann auch das, dass das hier nicht mit angegliedert wurde. Vielleicht ordnen sie es nochmal irgendwann. Naja, wir haben es auf alle Fälle eingestellt. Es läuft. So, zurück zur Basis. Hier ist die Bunkeranlage übrigens, ne? Falls das nochmal jemand wissen will. Genau direkt gegenüber von der Höhle, mehr oder weniger. Ist halt schade, dass man sich selber nicht auf der Karte sieht, ne? Sollte man ja eigentlich bei einer Satellitenüberwachung dann schon erwarten, aber gut. Die Drohnen sind ja aussichtbar. Vielleicht kommt das aber noch. Vielleicht kommt das mit einem extra Chip nochmal irgendwann. Kann alles möglich sein. So, genau. Ja, dann werden wir uns jetzt dem Energieproblem. Ich habe ja gesagt, dass oben das möchte ich so lassen mit diesen ringsrum. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Aber diesen Optimierer müsste man natürlich mal dementsprechend da anders konstellieren.
8 Geräte kann er versorgen im Umkreis von 75 Meter. Und ich hoffe, dass er da dann auch das so annimmt. So, jetzt sind wir hier relativ leer. Ich habe unten schon was vorbereitet. Trotzdem, ja, der produziert hier. Ich weiß noch nicht, wie viel ich brauche. Deswegen würde ich nochmal ins Labor gehen. Einmal hier raus. Ja, ich habe nämlich gerade ein bisschen Methannot, seltsamerweise. Das hängen wir hier fest. Ach man. Komm. Ja, ja. Habe ich alles schon abgesaugt hier. Da ist nicht mehr viel, aber gut. Auch nicht so schlimm. Gut, dann werde ich das jetzt noch als letztes hier mit in den Fabrikator oben zur Verfügung stellen, dass wir da das umwandeln können. Genau, so kommt hier rein. Und dann müsst ihr gleich loslegen. Genau, siehst du, haben wir das. Gut, ja, ich habe ja übrigens vergessen, wir müssen ja auch die neuen Drohnen und alles machen. Ja, also wir haben wirklich viel zu tun. Aber ich weiß gar nicht, wann ich das alles machen soll. So, wo sind wir denn jetzt hier? Ich brauche erstmal die Gitter. Warte mal, so. So, da sind wir leer gesaugt. Na gut, dann ist das so. Haben wir keins mehr. Hm, okay. Dann nehme ich mal ein paar davon. Nee, warte mal. Erstmal will ich den Optimierer in die Mitte setzen. Das machen wir mal. Genau. Dann kann der nämlich hier ordentlich arbeiten. Hoffe ich zumindest, dass das dann besser funktioniert. Dann nehmen wir natürlich den großen. Den machen wir wirklich mittig. Und dann setzen wir die Geräte dran. Jetzt brauche ich noch die Fuses. Die habe ich natürlich nicht dabei. Das ist aber nicht so schlimm. Warte mal ganz kurz. Das machen wir anders. So, ein bisschen Metall brauche ich noch. Eins davon. Nö, und das reicht eigentlich auch. So, das muss ich nochmal überlegen. Ja, das ist auch alles voll. Gut, was brauche ich? Ich brauche hauptsächlich die zwei Gegenstände, die ich unten schon angefordert habe, die im Anflug sind. Und ich brauche die Fuses. Die Fuses waren es, genau. So, da brauche ich 1, 2, 3. Das reicht mir. So, Aufnahme läuft, ja, Gott sei Dank. Okay, da haben wir das. So, nochmal zum Radius. Wir haben einen inneren und einen äußeren. Der andere ist 75 Meter im Durchmesser, hieß das ja, ne? Umfang. Ja, Umfang 75. Da wären es eigentlich 150, ne? Umfang. Umfang. Das sind 4 Reihen, sind das? Mhm. Nicht schlecht. Na gut, bam, 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 bam. Wo sind sie denn hier? Okay. Also wir brauchen immer 5 zu 4. Ich nehme die jetzt mal alle rein. Und die nehme ich auch alle rein. Und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Tüdelü. So, da fangen wir an hier in der Mitte. Mit dem ersten. Warte mal, ich mache das nochmal so, damit das auch schick aussieht. So. Und da verließen sie ihn schon. Hihi. So, hier kommt nichts rein und hier kommt auch nichts rein. Das ist schlecht.
Heute kein Zielwasser getrunken. Na, wir gucken mal. So, ich weiß es nicht genau. Ich muss nochmal auf die Karte schauen. Holen die von hinten noch Zeug? Ja, die sind im Anmarsch. Okay. Ich muss trotzdem mal ganz kurz kontrollieren, ob wir hinten einen Ausgabebefehl haben oder nicht. Dann wird man nämlich mal 2, 3 Schränke auf leeren stellen. Wo sind wir denn hier? Hier. Die sind alle voll? Wow. Das würde ich mir aber jetzt ganz gerne mal angucken. Tja, ich weiß auch nicht so richtig. Ich habe so den Eindruck, dass das irgendwie nicht so vorangeht, wie ich mir das wünsche. Also die haben kein Alu hier. Alu müssen wir reinholen. Die haben Titan haben sie hier. Und Titan produzieren wir auch ohne Ende. Stelle ich das mal um auf das. Es ist wieder dunkel hier. Weil wir haben doch etliches an Titan hier liegen. Ja. Gut, wie sieht es hier aus? Okay. Gut, kehren wir zurück. Das müsste funktionieren. Wir können auch nochmal auf die Karte schauen. Ist jetzt mehr Gewusel? Nicht wirklich. Könnte sein, der Schrank ist voll. Ja, ob sich das auszahlt, dass man jetzt die Drohnenstationen so ein bisschen verteilt, dass man überall welche hat, dass sie dann effektiver sind und sagen, ja, ich bin ja direkt an der Quelle, ich flieg mal die 10 Meter rüber und bring's die 5 Kilometer rüber zur Hauptbasis. Oder ob das System sagt, die stickt die Drohnen von der Hauptbasis 5 Kilometer rüber und tu sie dann wieder 5 Kilometer zurückschicken, was dann länger dauert, das kann ich jetzt nicht genau sagen, was da besser ist. Oder wie es das System macht, sagen wir es mal so. Ja. Ja. Könnten das aber auch mal so machen, dass die das liefern, ne? Aber dann fliegt das alles raus. Ja, dann fliegt das alles raus. Dann ist es so. Ich nehme mal hier Methan rein. Hä? Nachfrage und Angebot macht er auf einmal? Ach, weil ich es hier nicht drin habe. Ah, okay. Das ist ja eine coole Sache. Okay. Gut. Dann schauen wir mal, ob wir das jetzt hier mal verenden können. Vollenden? Verenden? Wie auch immer. So, das reicht wieder für eins. Ja, ist glaube ich nicht ganz in der Linie, ne? Aber am Ende ist es vielleicht auch nicht so wichtig. Ja, die kommen schon. Das wird schon passen. Gut. Ja, wie gesagt, es steht ja noch eine ganze Menge. Wir können derweil, werden die das hier mal füllen, können wir auch mal drüben an dem Raumhafen schauen, denn wir können bestimmt ein paar neue Dinge bestellen. Da tut sich sicherlich was auf. So, wir können mal in die Rakete schauen, wie die hier aussieht. Die hat nichts drin. Wie sieht denn das bei dir aus? Du wirst gefüllt, sehr gut.
So, wir haben auf alle Fälle, können wir hier die Fuses bestellen. Wir brauchen den Pflanzenmultiplikator, Sauerstoff vervielfacher Sicherung, genau. Dann haben wir den Wärme und den Druck. Ja. Die haben wir schon. 2,5. Mhm. Okay, den Baumsamen Rosa. Kenne ich auch noch nicht. Fisch, Welkia, Eier. Das sind alles so Sachen, die haben wir noch nicht. 3x3 Wohnraum. Aha. Ja, wir haben jetzt, guck mal, 105.000. Das ist schon eine ganze Menge. Drohne T2 würde mich auf alle Fälle reizen. Die Wohnraum, der Wohnraum mit Kuppel. Hm. Weißt du was? Wir bestellen mal abgerundeter Wohnraum. Sieht auch gut aus. Drohne T2. Und 3x3 Wohnraum. Okay. Wir können die ja nicht herstellen. Ne? Energie und Produktion. Und ach, das sind alles 4 neue. Druck haben wir auch noch. Ach du Schande. Ach du Schande. 62.000. Ich würde sagen, wir machen das mal so. Na, ein bisschen Geld bringt sie mit. Und 62.000 nimmt sie mit in. Gut, dann werden wir auf alle Fälle da demnächst ja, 4 neue Wohnraum oder Bauelemente bekommen. Feine Sache. So, was ist denn hier los? Hier schleift's. Muss ich mich hier um alles selber kümmern? Warum schleift denn das? Der ist leer. Macht der als erstes den Schrank hier voll? Nö. Ist auch leer. Wo bringst du das hin? Hä? Die produzieren nichts mehr. Was fehlt denn euch? So wie es aussieht, gar nichts. Zeolit fehlt. Ich will eigentlich nicht mit Prioritäten arbeiten, denn irgendwann hast du so viel dran rumgefummelt, dass du nicht mehr weißt, wo du alles gemacht hast, ne? Hm. Aber weißt du was? Ich kann das kurzfristig lösen. Ich habe mir schon gedacht, dass es am Zeolit hängt, weil die wahrscheinlich alles hier runterbringen. Das macht mir aber gar nichts. Ja, das sind wir natürlich voll. Das ist jetzt blöd, aber... Ne, dann nehme ich die Prio hier wieder raus. Komm her. So. So, dann hole ich nochmal aus dem Schrank was. Ist ja kein Problem, der ist sowieso am weitesten weg. Ja, so viel werden die da hinten auch nicht produzieren, ne? Das reicht gerade so für die Produktion ein bisschen. Hm. Muss da auch noch Fehlersuche gehen, woran das liegt. Hammer. So, ist hier voller? Naja, bisschen. Müsste jetzt reichen für einen, ja? Ja, reicht. So, machen wir nochmal neu. So soll das besser sein. Genau. So, dann haben wir schon mal 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann fehlen mir noch 3 Stück. Das wird hoffentlich werden. So. Gucke ich trotzdem nochmal wegen Methan, denn das wird jetzt wieder das Problem sein. Ich glaube, die holen das zwar jetzt, aber... Okay. Ja, mit dem Stickstoff da haben wir auch nicht genug, ne? Deswegen habe ich das oben auf dem Dach ja umgestellt mal. Es fehlt irgendwie immer irgendwas.
Hatten wir hier nicht noch irgendwo. Siehst du? Habe ich hier eine. Ja, habe ich. Und ich habe wieder das voll, ne? Ah, das ist aber auch. Ich habe immer den Schotter dabei. Ja, das sollte passen jetzt. Für drei Stück sollte es gerade so hinhauen, denke ich. Na siehst du, es geht voran. Läuft. Schaut mal, jetzt auf einmal, ne? So kriegst du auch eine Folge voll. Warten, bis es alles ankommt. So, wie liegt man da eigentlich in der Zeit? Naja. So, ich würde mal sagen, ich stoppe das mal hier. Dankeschön. Denn wir sind soweit durch. 3, 6, 8. 8 Stück kann er verarbeiten. Das steht hier. 8 Maschinen im Umkreis von 75 Metern. Damit ist es erledigt. So. Dann haben wir das. Hier werde ich ein Angebot jetzt reinstellen und wenn das irgendwann mal leer ist, dann ist das auch gut. So. Schaut mal, was wir hier haben zu trinken. Ne, jetzt haben sie abgeholt. Wahnsinn. Dann mache ich so halt. Jetzt will er nicht. Jetzt, okay. Ach so, warte mal. Lecker Honig essen. Lecker. So. Honig-MAI. Okay, gut. Ja, das müssen wir noch ein Plätzchen finden. Da haben wir auch noch eine Idee vielleicht. Wo ist denn das Regal? Hier, da brauchen wir ein... Hatte ich hier eigentlich noch was drin von dem? Siehst du, waren wir doch so. Vielleicht baue ich gleich noch ein zweites. Jetzt muss ich mal gucken. Wir haben ja hier das schon so ein bisschen ungünstig. Der Schrank gefällt mir eigentlich gar nicht, ne? Wenn ich ehrlich bin. Haut das so ungefähr hin? Ist nicht ganz auf der Linie wie das andere, ne? Wir probieren das nochmal. Ich weiß auch nicht, ob der Winkel stimmt, ne? Das ist eben das. Das sieht besser aus, oder? Jupp. Und Winkel könnte auch passen. Ja, ja. Gut, dann werde ich mal die zwei hier nehmen. Nee, das nicht. Das. Dann werden wir die mal hier reintun, ne? So, dann sind die erstmal positioniert. Schweben die anderen auch so? Okay. Ja. Und wenn wir dann noch ein paar mehr haben, können wir das dann wieder zu einer Symmetrie einordnen. Feine Sache. So, wie sieht's hier aus? Das läuft. Oh, die holen Obsidian her. Warte mal, da müssen wir mal gucken, was die schon geholt haben. Oh, guck dir das an. Also ich würde mal sagen, mindestens die Hälfte. Wir waren bisher irgendwie bisher hin, so waren wir runter hier. So, in dem Bereich hier. Schön. Sehr gut. Okay, ja. Frösche und das alles ist aus und leidiges Thema, ich weiß. Mir fehlen hier auch noch teilweise Füllungen. Mir fehlt sogar teilweise noch was dafür. Also hier fehlen mir, glaube ich, noch 3, genau. Das ist aber eine Glückssache. Hier fehlen mir auch 3. Hier fehlen mir nichts. Was sind das für welche? Welkia-Eier. Konnte man die nicht bestellen? Warte mal, die konnte man doch bestellen. Welkia war doch was zum Bestellen, ne? Weißt du was, wir haben Kohle, also... Da mache ich mir jetzt auch keinen Stress hier. Und dann bestellen wir die einfach mal. Dann haben wir das nämlich schon. Welkia-Eier, wo waren sie? Fisch-Welkia. 2 Stück. Die Rakete ist noch nicht zurück, ne? So. Ja, und so fließt die Kohle davon, ne? Da sind wir schon wieder bei 10.000. Wir sind immer noch 107.000.
Ich hoffe, der zieht es ab. Wahrscheinlich, wenn die wiederkommen. Wenn es die Rechnung, wenn die Auf- und Abbuchung stattfindet, dann wird es wahrscheinlich so sein. So, den können wir mal stehen lassen. Ups, nicht abstürzen. Dann haben wir das auch schon mal. Wir können aber hier nochmal schauen. Hier waren wir komplett. Hier waren wir auch komplett. Komplett. Ich gehe mal davon aus, wenn es eigentlich draußen an der Scheibe dran ist, sind wir komplett, ne? Aber... Da müssen wir dann auch nochmal prüfen, ob wir von da genug haben. Das habe ich organisiert und das ist Zufall. Das müssen wir unten im Labor machen. Da muss ich aber ein bisschen Lust dazu haben, da rumzufummeln. Denn 20.000 Mal das zu befüllen, naja, ist auch nicht abendfüllen. Die Schmetterlinge müssen wir ebenfalls nach oben inkubieren. Im Inkubator. So, ich prüfe. Was haben wir noch? Wir hatten noch im Aluminiumgebiet. Da, wie liegt man in der Zeit? Das kriegt man vielleicht noch hin. Im Aluminiumgebiet brauche ich jetzt nochmal zwei von denen. Wo habe ich denn das hingetan? Nee, das habe ich hier hingetan, genau. Obwohl, wir haben das ja vor Ort. Brauche ich nicht. Wir haben das vor Ort. Die Extraktoren habe ich auch vor Ort. Dann bräuchte ich rein theoretisch vielleicht bloß eine Plattform und das heißt ein paar Metalle. 2, 4, 5, 6, 3, 6, 9. 3, 6, 9, das sollte passen. Irgendwie so. Tu euch mal hier mit rein. Das aber habe ich die Fuses gar nicht reingetan. Ich bin eine Maus. Halleluja. Das kannst du keinem erzählen. Okay, also rüber zum Alugebiet, dann machen wir das jetzt gleich noch fest. So. Ja, das sind jetzt die ganzen Extraktoren. Wo soll ich denn das alles hin tun? Ist die Kiste leer? Die ist leer, sehr gut. Nee, da brauche ich gar keine. Ach, ich brauche da gar keine. Die müssen da auf dem Boden stehen. Genau. So. So, jetzt muss ich mal ganz kurz, wir müssen noch einen Schrank bauen hier, habe ich so den Eindruck. Für die Sachen hier. Ja, weißt du was, ich glaube, wir brauchen gar keine. Gar nicht so viel Aluminium. Schau dich das mal an, jetzt haben wir auf einmal wieder Luft, ne? Das war, weil wir so viel gebraucht haben da drüben. Das ist halt immer so ein sprunghaftes Ding, ne? Da muss ich aber auch sagen, dann hebe ich mir den lieber für was anderes auf. Passt es? Ja, so mache ich das jetzt. Ich muss jetzt sowieso mal die Basis verändern. Ne? Das ist sieht nicht unbedingt toll aus. Warte mal. Das kommt da rein. Das kommt da rein. So, ich brauche 1, 2, 1, 2, 1, 2 und dann Titan war es, ne? Nochmal prüfen schnell.
Genau, dann setze ich die nämlich wieder. Ja, gut, dann war das jetzt eine Nullnummer, aber wenn wir jetzt so einen Überschuss wieder haben, das wird es sich dann wieder geben. Das ist also so eine Sache. Da müssen wir wahrscheinlich allgemein mehr Extraktoren hier setzen. Da tue ich aber für diese Produktionszweig dann nichts verschwenden, wenn der dann hier leer steht. Also, ja, das war wieder mal so ein Rush für den Moment. Und dann, ja. So, okay. Gut, dann haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stück immer noch. Und dann müssen wir dann halt irgendwann mal wahrscheinlich erweitern. So, hier machen wir eine Abholfunktion. Angebot von Aluminium ist hier gegeben. Hier machen wir ebenfalls Angebot von Aluminium. Und den Rest nehme ich hier mit. Den können wir dann drüben gebrauchen. So, wunderbare Sache. Das nehme ich auch mit. Dann erstmal trinken wir noch mal was. Dann ist gut. Okay, sehr schön. Gut, dann soll es das für die Folge gewesen sein. Bedanke mich fürs Zuschauen und ja, also das ist dann hier beim Aluminium sinnfrei. Energie lohnt sich auf alle Fälle. Na, und da können wir auch mal schauen. Boah, Alter. Was? 59.000? Wie geht das denn jetzt? Äh? 120.000, das heißt, wir haben das verdoppelt. Ich habe 8 gebaut. 8 haben ungefähr einen Wert von rund 1500. Das sind ungefähr 12.000. Wir haben jetzt, also ich würde mal sagen, wir hatten vielleicht so 70 oder 80 mit dem Gefummel von gestern. Dann habe ich das abgerissen. Da sind wir wieder ungefähr bei 60. Wir haben das jetzt verdoppelt. Irgendwie komme ich nicht klar. Aber sieht auf alle Fälle gut aus. Und jetzt sind auch alle drin, ne? Schaut sich an. So soll das aussehen. Und das ist das, was der eine Zuschauer gemeint hat. Dafür nochmal meinen ganz herzlichen Dank für den Hinweis. Mir ist das auch aufgefallen, aber ich habe gedacht, weiß ich nicht, keine Ahnung, warum das leuchtet. Ist halt wenig erklärt, ne? Vielleicht steht es auch irgendwo im Wiki, aber ja, momentan ist, wie gesagt, bei mir echt, ich muss was machen bis Ende des Monats noch zu Ende nebenbei. Denn mein Arbeitgeber hat mich eingespannt, 2 Tage zusätzlich, die nicht in der Planung waren. Wichtig, aber kannst du nicht ändern. Und dann kommen hier noch jede Menge Updates nebenbei von 5, 6 Spielen. Und ja, musst du dich halt entscheiden, was zeigst du, ne? Gut, haben wir auf alle Fälle erstmal. Gut, dann soll es das gewesen sein. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.